Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Retro-Fans, hier bei eurem Retro-Juli. Und ihr seht schon, zu einem neuen Projekt, und zwar zu Plock. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt, also es ist meiner Meinung nach eins der besten Jump-and-Run-Series für den Super Nintendo gab. Neben Mario war das eigentlich ein meiner Lieblingsspiele hier auf dem Super Nintendo. Ja, es ist ein komisches... Was ist zu dem Spiel? Was ist ein komisches rot-gelbes Männchen? Das kann halt seine Gliedmaßen verschießen, als Waffen sozusagen. Und rutschen, wie ihr es hier seht. Und das Schwierige an dem Spiel, dieses Ding, oder der Block oder das Block, keine Ahnung, kann durch wirklich alles verletzt werden. Durch alles. Durch Gegner, durch Wasser, durch Baumstämme. Also alles kann das treffen. Und ihr seht, man kann auch einen Wirbelsprung ausführen. Also es ist schon etwas an Mario angelehnt. Also normal springen, ein Wirbelsprung, das kennt man ja von Mario. Außer mit den Dingern wegschießen, das seht ihr gleich. Da, er kann seine Arme und Beine wegschießen. Aber das werdet ihr gleich sehen im Spiel, ja. So, zur Geschichte oder zur Handlung, sage ich mal. Also, Plock wurde einfach seine... Also das Spiel ist unterteilt in zwei Storys, sage ich mal. Die erste Story ist, dass seine Fahne geklaut wird. Es wird seine Fahne geklaut und Plock will sie natürlich wieder zurückhaben. Das ist die erste Aufgabe. Wenn man auf leicht spielt, kann man nur bis zur ersten Aufgabe spielen. Man muss das Spiel sozusagen auf schwer spielen, um es ganz durchzukriegen. Und die zweite Aufgabe ist nachher, dann wird die ganze Welt von Plock hier von irgendwelchen Flöhen besetzt und von der Flohkönigin erobert. Er sitzt da und er muss die Flöhe alle beseitigen, um seine Welt zu retten. Aber das alles der Reihe nach, jetzt fangen wir einfach mal an. So, eines Morgens vor Plocks Haus. Welch ein Tag! Die Sonne scheint. Die Vögel zwitschern. Nanu, meine Fahne ist weg. Polizei, Diebe! Meine Lieblingsfahne. Wo ist sie nur? Ich muss sie finden. Ich werde sie finden. Im Gebirge? Nein. An der Küste? Auch nicht. In der Bucht? Nichts. Aber irgendwo muss sie ja sein. Da, auf Futter, Futter. Na warte. Gleich gibt es Ärger. Und es kommt noch härter. So, das zum Intro sozusagen. Also ja, ich habe jetzt euch gesagt, er seine Fahne wurde schon, er würde natürlich hier die Fahne zurückerobern. Und er muss hier wahrscheinlich auf der Insel Pota Pota. So, dann fangen wir mal an. Die erste Pota Pota am Strand. So, zur Steuerung. Jetzt mit X könnt ihr springen. Dann könnt ihr die Teile verschießen. Seine zwei Beine und seine zwei Arme. Und auf A könnt ihr ja den Wirbelsprung machen.
Und diese Muscheln hier sind sozusagen die Münzen, wie die Münzen im Mario sind sozusagen. Wenn man genug davon sammelt, kann man ein extra Leben bekommen. Ich hoffe, ich kriege das Spiel noch hin. Das ist, naja, später, im späteren Verlauf wirklich extrem schwierig. Also auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel, muss ich euch sagen. Ich hoffe nur, ich habe es nicht oft durchgehabt. Ich habe es durch. Nur ein einziges Mal habe ich es, glaube ich, mal durchgeschafft. Also, es wird eine schwere Aufgabe hier, die ich zu bewältigen habe, aber ich werde natürlich mein Bestes tun. So, und da habt ihr schon die Fahne erobert. Oder auch nicht. Das ist aber nicht meine Fahne. Eine Unterhose, okay? Das war schon mal fake. Dann muss ich sie dort sein. So, nächste Welt. Lollibrücke. So, das ist auch ja ein Upgrade sozusagen. Na, Kaiser verletzt sich in einer verfickten Motorreihe. Ich will natürlich zurück, ich will natürlich das meiste sammeln. So, das gibt denn hier Energie. Aber wenn man es nochmal dran schießt, manchmal. Manchmal ist nämlich hier auch eine Bonuswelt drin. Die Fische! Oh, die Fische kann man, glaube ich, nicht besiegen. Es gibt natürlich auch gegen. Oh! Hier seht ihr dann ein kleines schönes Item. Das ist sehr, sehr nützlich in diesem Spiel. Und zwar, wenn man da einfach eine Überraschung wäre, wenn man da dran geht. Wo wandelt sich der Block? Dann hat er nämlich verschiedene Outfits, in die er sich verwandeln kann. In diesem Fall hier. Oh, er kann trotzdem. In diesem Fall der Mike Tyson Gedächtnisanzug hier. Aber den hat man natürlich nur für begrenzte Zeit. Man hat den nicht für ewig. Sucht natürlich alles wie möglich zusammen. So, hier geht's nicht weiter. Und da ist wieder die Fahne. Aber könnt ihr euch vielleicht schon denken? Nee, ein Schal. Schon wieder nicht. Schon wieder falsch. Mensch, nochmal. Ist das meine Fahne? Und vielleicht seht ihr da unten links schon diese zwei Typen. Vielleicht könnt ihr es ja ahnen, wo die Fahne denn sein könnte. So, haben wir jetzt Felsenmeer. Es kommen, glaube ich, neue Gegner. Ja. Genau, ihr müsst doch Faustkopf, wie der heißt, ja. Der braucht schon drei Treffer. Und der packt hier so einen Diamanten aus. Da ist man nämlich für kurze Zeit unverwundbar. Bam. Tod. Lässt der immer Diamanten fallen? Ja, glaub schon. Natürlich, Block hält auch nicht so viel aus. Ihr seht unten links die Energie. Die Energie, die er hat. Jetzt kommen wir hier, glaube ich, irgendwo runter. Ah, da habe ich das Ding gesammelt. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kann ich die eigentlich. Kann ich die eigentlich killen? Nee. Man kann auch nicht ins Wasser rein, weil man wird auch vom Wasser getroffen. Ich bin jetzt hier wohl hoch. Scheiße, ich komme jetzt hier wohl hoch. Ah, hier ist hier. Man glaubt, ein Zeitlimit gibt es hier nicht, wenn ich mich nicht täusche. Also, das kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Komm, jetzt Mr. Faustkopf hier nochmal? Nee, ja. Nee. Wo ist? Nee. Wo ist der? Verpiss dich von meiner Fahne, Alter. Und natürlich sehe ich nicht die Fahne. Ben. Nicht schon wieder! Und ihr seht oben, da kann man vier Buchstaben sammeln. So ähnlich wie bei Donkey Kong. Wenn man nämlich die vier zusammen hat, bekommt man, glaube ich, ein Leben oder ein Continue. Aber das könnte sie sein. Ich weiß nicht, ein Leben oder ein Continue bekommt man denn? Butter, Butter, Brause, Klippen. Manchmal ist es echt fies hier. Man muss direkt am Anfang aufpassen. Sonst kommen wir gleich die Dinger hier angerollt. Manchmal ist es echt fies gemacht. Hä? Hey! Glitch! Habt ihr das gesehen? Ich bin einfach durchrutscht. Oh ja. Ein neues Paket, ein neues Geschenk.
Sumo, glaube ich, der ist cool. Ja. Der kann natürlich alles plätten, ja. Der kann so die... Oh, Bonusblock. Doch ein leer, Lähm. Lähm kriegt man, siehst du? Muss natürlich aufpassen. Die Level, ihr merkt es ja schon, die Level sind jetzt nicht wirklich lang. Aber dafür umso schwerer, ja. Block Continue. Also für die Dinger kriegt man Lähm und für die Buchstaben Continue. Und wieder ein Run. Nein, nein, nein! Block wird schon langsam ein Rage hier. Okay, ein neuer Versuch. So, es sind ja nicht mehr viel bis zu den Typen. Butter, Butter, Lollibrücke. 2. Ah, ihr seht schon wieder neue Gegnertypen. Eine schießende Boom hier. Ein Pfeil nach unten. Dann werden wir den auch doch mal beherzigen hier. Hätten wir es aufpassen. Die sind auch fies hier, die verdammten Blumen hier. Die können wir natürlich auch. Bam, Junge. Oh. Ne, alle hole ich jetzt hier auch nicht. Was hier riecht das? Oh, jetzt viele Dinger, die werden wir mitnehmen. Wenn die ersten Level gehen noch, sag ich mal. So, spätestens. War hier drüben hier irgendwas? Mal schnell gucken. War hier nicht irgendwas? Ah, da wäre glaube ich was. Ein Bonuslevel oder so. Na, egal. Jetzt bloß nicht hier runterfallen? Das brauche ich jetzt nicht. Weil hinten ist nämlich, glaube ich, Ziel. Lass mich hier, du Drecksblume, ey. Kannst du verwelken, du Scheißblume. So, natürlich ist es wieder die falsche. Ja, eine Unterhose. Das ist ja meine Hose. Ist die nicht ein bisschen groß für dich? So, es wird schon langsam dunkel. Jetzt werde ich langsam wütend. Ja, langsam setzt der Rage-Modus ein. Wasserlohren. Da kann man, glaube ich, runterrutschen. Oh, das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Also, wo weiß ich jetzt, wenn das Teil kommt? Oh! Das ist fies, ey. Boah, jetzt war es schon knapp. Jetzt bräuchte ich mehr Energie, wenn man jetzt... Energie war jetzt mal nicht schlecht hier. Ihr seht schon, er hält wirklich nicht viel aus. Also das ist das Problembeispiel, wo muss ich jetzt lang? Jetzt muss ich Energie, jetzt kann ich Bonuswelt nicht nehmen. Wo muss ich jetzt lang? Wo muss ich jetzt lang? Muss ich ausweichen? Kann man natürlich auch mit seinen Körperteilen kann er die Dinger auch einsammeln. Manchmal ist hier hinten nämlich noch was. Ne, diesmal nicht. Und rein hier. Warum nur? So, jetzt sind wir gleich bei die zwei Typen da. Das ist mein letzter Versuch. Was? Schubertal oder so? Oh ne, das ist so scheiße! Das meine ich. Das ist richtig fies, ey. Das ist richtig fies, ey. Du weißt, wie willst du das wissen? Oh. Bonusblock, Gott sei Dank, aber fehlt mir leider nichts, nicht bei Energie. Fährt er grün nach oben, oder? Ich glaube, der fährt leider. Ja. Scheiße. Aber ich glaube, hier muss ich glaube ich nur runterrutschen. Oh
Mann, das ist doch... Das ist echt fies, Mann! Jetzt habe ich etwas mehr Energie wenigstens. Man muss einfach ganz langsam machen, wie es scheint. Aber ich glaube, man kann hier hoch. Man muss bloß ein paar Mal hin und her fahren. Dann fährt dieses Teil hier hoch. Kommt noch einmal an, dann fährt es hoch. Komm, mache! Sag ich doch. Jetzt muss ich leider wieder Energie nehmen. Ich würde euch gerne mal die Bonuswelt zeigen, aber... Ich brauche jetzt Energie so. Bonzoi! Oh. Und doch immer welche. Ich weiß, dass die nervös ohne Patatum mehr. Na, biss dich. Na komm, ich weiß, dass ich gleich Patatum komme. Na kommt schon Mr. Faustus, wie es aussieht. Dann schnell durch. Vielleicht kann ich hier jetzt einmal eine Bonuswelt drin, dann könnt ihr mir die Bonuswelt zeigen. Wieder nicht. Ah, schade. Boah. So. Und wieder nichts. Sehr witzig. So, jetzt kommen wir bei die zwei Typen. Das ist nämlich der erste Boss in diesem Spiel. Hallo Block, suchst du deine Fahne? Oh nein, die Pogo-Brüder haben meine Fahne. Mein Opa hat mich immer vor ihnen gewarnt. Hol sie dir doch, wenn du mummerst. Und bei die Bossmusik bei dem Spiel ist wirklich mega episch. Also die ist wirklich so richtig geil gemacht. Also eine meiner Lieblingsbossmusiken, die es gibt hier. Die Bosskämpfe sind natürlich nicht ohne hier beim Spiel. Jetzt setzt natürlich den großen Unterschied hier. Muss hier auf alles achten, auf die komischen Dinger, die sie hier schießen. Muss versuchen, sie nämlich zu trennen hier. Versuch sie mal zu trennen, ja. Ja, ey, haben wir. Ich würde gerne die Musik ein bisschen laufen lassen. So, das muss man erledigen. Das ist ja so unser erledigt, so. Oh. So, komm, Fahne. Komm, Fahne, komm, komm. Und? Da ist dieses Mal wirklich. Endlich habe ich meine Fahne wieder. So, jetzt geben wir noch ein bisschen Bonus. Das war schon mal der erste Welt sozusagen. Ich habe die Pogo-Brüder besiegt. Opa wäre stolz auf mich. Am nächsten Morgen kommt Block nach Hause. Oh nein, die Flüge haben während meiner Abwesenheit die Insel belagert und alle Fahnen gestohlen. Das gibt Ärger und es kommt wieder noch härter. So,